Gut, Shalom Aleichem. Wir lernen heute über Mitzvat Ktivat Sefer Torah. Die letzte Gebot in unserer Torah ist zu schreiben, was jeder ist verpflichtet, Torahrolle zu schreiben. Jeder Yehudi, eine von seinen 613 Mitzvot, ist zu schreiben eine Sefer Torah. Und stellt sich die Frage, wenn in die schriftliche Torah steht geschrieben, was zu tun, was fehlt uns? Wie? Okay. Der Eibishter, Gott, gelobt sei er, der hat uns auserwählt von allen Völkern, der hat uns gegeben die Torah, die wahre Torah. Wir sind ihm sehr dankbar, weil er hat uns gemacht Menschen von Büchern und Menschen von Sinn und Menschen, die noch immer weiter schreiben mit der Hand. Viele Völker schreiben nichts mehr. Und wir schreiben noch immer. Was schreiben wir noch immer? Torah, Tfilin, Mesuzot, Megillah, Get. Man kann nicht drucken, man kann nicht. Ich habe Angst, wenn es weiter so geht in die Welt mit Büchern und Technologie. Es gibt schon Schulen heute, wo Kinder kommen, nur mit einem Tablet. Schluss. Und in diesem Tablet gibt es so eine Kuli und alles wird gemacht in diesem Tablet. Von morgen bis Abend. Und die Kinder müssen nur gucken und mit den Fingern drehen an hin und her. Und bei uns, Baruch Hashem, wir haben noch immer dieselbe Torah, dieselbe Tinte, dieselbe Federkulmus, derselbe Sofer. Und von jeder Generation zu Generation hat man die Torah geschrieben und mündlich erklärt. Bis die Zeit von Rabbi Yehuda Anasi, der hatte Angst, dass die Juden sollen vergessen die Torah Shebichtav. Was hat er gemacht? Hat er geschrieben die Mishnah, die mündliche Lehre. Okay. Es steht geschrieben, dass Gott sagt zu Moshe, schreibe dir, weil durch die mündlichen Wörter habe ich dir das erklärt. Und steht am Anfang von Sefer Dvarim, ganz am Anfang, dass Moshe in seinen letzten Tagen hat er die Torah, Hoil Moshe be'eret a Torah azot lemor. Moshe Rabbeinu hat die Torah kommentiert, mündlich erklärt. Also was hat Moshe Rabbeinu gemacht im Himmel? Drei Sachen. Er hat bekommen von Gott die Luchot, die Bundestafel, mit den 10 Gebote. Er hat bekommen von Gott die schriftliche Torah, das wir heute in die Synagoge haben. Und er hat auch bekommen der mündlichen Kommentar, wie wird das wirklich ausgeübt und gelernt. Vor Jahren hat man das nur mündlich überliefert, bis die Zeit von Rabbi Yehuda Anasi. Okay, beginnen wir unsere Idee. Der erste Gebot in... Ja, bitte? Kann ich noch was fragen? Natürlich. Moshe hat ja noch weitergeschrieben, nachdem er schon runtergekommen ist, hat er noch weitergeschrieben. Was hat er weitergeschrieben? Torah. Okay. Wir haben schon gelernt in einer von unseren Shiurim, was heißt Gott gibt die Torah? Gott diktiert, Moshe spricht laut und dann schreibt er. Auch heute, wenn ein Sofer will schreiben eine Sefer Torah, bald erkläre ich das, er muss haben ein anderes Sefer Torah vor seinen Augen. Er muss lesen, als ob Gott spricht zu ihm. Und er sagt, Bereshit. Also er sieht. Und dann sagt er, Bereshit. Und dann beginnt er zu schreiben, Bereshit. Okay? Es ist genauso ungefähr geblieben. Und bald, ich glaube, die Bild wird heute zum Schluss klar werden, wie war die Teilung. Ich baue zuerst die gesamten Konzept. Wenn, es ist klar aber? Ja. Okay. Aber wenn das Frage noch, ich glaube, die alle Einzelheiten werden heute erklärt, mit Gottes Hilfe.
Die erste Gebot in Torah ist, nur wer weiß, was ist das erste Gebot? Die letzte weißt du schon heute. Was ist der letzte Gebot in Torah? Ja? Dass jeder schreibt, ein Sefer Torah zu schreiben. Sehr gut. Was ist das erste Gebot in der Torah? Allererste. Purvu. Vermehr euch und sei fruchtbar. Also wenn es gibt Adam und Eva, ja, was machen Adam und Eva? Adam nimmt seine, wie heißt das, was man schreibt, diesen Kulmus? Feder? Adam nimmt den Feder. Wo legt er die Feder? In die Tinte von Chava. Was machen die beiden? Torahrolle, Kinder. Ja, was machen die beiden? Wenn es gibt einen Mann und ein Mann ist Regen und die Frau ist Boden, was müssen die beiden machen? Tubischwat, Früchte. Ja? Also, Gott hat geschafft Adam und Chava und er sagt die beiden, was ist das erste Gebot? Vermehr euch und sei fruchtbar. Shabbat Shalom. Und wenn ein Mensch hat gemacht, zwei Kinder, eine Ingele und eine Mädele, hat er diese Mitzwa erfüllt. Woher weiß ich das? Von schriftlicher Torah oder von der mündlichen Torah? Mündliche Torah. Und so beginnt man in mündlicher Torah zu diskutieren. Steht geschrieben in die Torah, vermehre euch und sei fruchtbar. Steht geschrieben in der Talmud, wie viele Kinder braucht man? Wie viel ist Minimum Kinder? Zwei. Moment, ohne die Torah, oder ohne die mündliche Torah. Ab wann nennt man einen Vater Vater? Ein Kind. Ein Kind, also wenn er ist ein Kind, hat er schon fruchtbar und vermehre euch. Kommt eine Tana in Talmud und er sagt, wenn man will diese Gebot erfüllen, braucht man zwei Jungs. Von wem haben wir das gelernt? Von Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu war verheiratet mit seiner Frau Zippora. Und die beiden haben zwei Söhne, Gershon und Eliezer. Und wenn Moshe Rabbeinu, derjenige, der vorbildliche Mann, der hat uns die Torah gegeben, hat Kinder. Wie viele Kinder? Zwei. Also wie viele Kinder müssen wir auch? Minimum zwei. Kommt ein anderer Tana und sagt, nein, nein. Warum sollen wir lernen von Moshe Rabbeinu, wenn wir können lernen von Gott? Wie viele Kinder hat Gott? Wie viele Kinder hat er selbst geschafft, nicht gebeten von der anderen zu machen? Zwei. Zwei, wie heißen die? Adam und Chava. Adam und Chava, ja, also warum müssen wir so weit gehen zu Moshe Rabbeinu und zu lernen von einem Human Being, von einem Blut- und Fleischperson? Wir können doch lernen von der Creation, Creator, Himself, von der Hashem, was, sag ich nicht richtig? Wie sagt man Creator auf Deutsch? Kreation, Kreativer? Schaffer. Beschäfer, Beschäfer ist Jiddisch. Nein, Erschaffer. Der Schäfer. Der Beschäfer. Erschaffer. Du, Hashem. Wenn Hashem, wenn Hashem selbst hat zwei Kinder gemacht, Adam und Chava, gut, lernen wir von Hashem, dass man muss zwei Kinder, ein Jüngele und ein Mädele. Okay. Hier in Frankfurt war einmal ein sehr beliebt und großer Kantor. Großer Chazan. Und bei ihm ist geboren ein Mädele. Und noch 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 ein Mädele. Zum Schluss, Gott hat ihm geholfen, ist geboren. Nun? Ein Engel. Gut. Gut, aber der hat schwer gearbeitet, bis hat er das Gebot erfüllt. Ja? Jetzt aber, was passiert, wenn Familie hat nur zwei Jungs? Oder nur eine Mädel? Oder nur zwei Mädel? Wie haben sie die Mitzwa erfüllt?
sagen unsere Weisen, du musst nicht die Jüngerle und die Mädele selbst haben. Wenn deine Nachkommen das weiterbringen, gehört das zu deinem Gebot. Versteht ihr? Nehmen wir an, wer ist ein Einzelkind hier? Wer hat keine Geschwister? Wahrscheinlich. Wer hat nur Jungs in Familie? Okay, nur Jungs in Familie. Okay, dann eure Eltern haben die Mitzwa noch nicht vollkommen erfüllt. Jetzt, wie kann man das die Älteren jetzt die Mitzwa erfüllen weiter? Gibt es zwei Möglichkeiten. Oder weiter probieren. Und wenn es nicht klappt und sie wollen nicht mehr probieren, wäre es jetzt zuständig, die Mitzwa zu erfüllen? Ja. Genau, dann müsst ihr Kinder von eurer Familie helfen, eure Eltern diese Mitzwa zu bevollenden. In dem Moment, wenn ihr bekommt ein Mädele, ihr kommt zu ihren Eltern und sagt, Eltern, ihr seid nicht jetzt nur Oma und Opa. Nein, nein, nicht nur das. Nur jetzt habt ihr erfüllt dem Gebot, vermehre euch und sei fruchtbar. Jetzt, was lachst du? Gefällt dir? Weißt du, warum gefällt dir? Weil nicht umsonst Oma und Opa freuen sich. Es ist keine Freude zu werden, na Opa. Wo ist die Freude zu werden, na Opa? Die Freude zu werden, na Opa oder Oma, dass die durch die Enkel lach, hast du erfüllt deine Mitzwe komplett. Verstanden? Und die größte Freude von Älteren ist, Grandchildren zu sein, Enkelkinder zu sein. Warum? Weil unsere Weisen sagen, der einzige Unterschied zwischen einem Mensch und einem Tier, die einzige, man kann alles, was es gibt bei Menschen, finden auch bei Tieren. Menschen klutschen und Tiere klutschen. Klutschen? Streicheln so. Klutschen, sagt man? Streicheln? Nein, nicht kratzen. Dass Menschen sich umarmen, schmusen. Schmusen? Menschen schmusen? Tiere schmusen. Ja? Alles, was Menschen essen, Tiere essen. Menschen haben das erste Gebot von der Tora, Tiere haben das erste Gebot von der Tora. Ja? Also wir sind im Prinzip... Wir reden und die kommunizieren, okay? Das ist dasselbe, okay? Was macht der Mensch Besonderes? Dass der Mensch hat Kontakt zu seinen Enkelkindern. Das sieht man nicht bei den Tieren. Bei den Tieren gibt es kein Oma und Opa. Haben wir noch nicht gesehen eine Katze? Ich gehe zu Oma. Gibt nicht. Und es gibt auch keinen Elefant-Opa, der passt auf sein Enkelkind. Auch wenn die sind zu ihren Kindern sehr liebvoll. Bei Menschen ist das merkwürdig. Manchmal Großeltern sind noch lieber zu den Kindern als eigene Eltern. Gibt genug, 99% der Fälle. Ich habe nicht die Prozente gezählt, aber es ist sehr, sehr viel. Sehr viele Omas und Opas lieben abgöttig. Manchmal, wenn es gibt Streit bei den Eltern oder Probleme, Kinder gehen zum Oma und Opa und Gericht entscheidet sogar, dass beim Oma und Opa ist die sicherste Variante. Weil die Kinder können nicht immer... alles erleben und alles mitmachen. Und okay, aber das war nur in Klammer. Gehen wir weiter. Erste Gebot in die Tora. Nun? Wie viel Minimum? Zwei. Und wenn man will mehr? Wenn jemand will mehr als zwei Kinder? Seine Mitzwe oder keine Mitzwe? Nicht man darf, man soll. Man soll, nicht man darf. Ja? Also bei Kindern
braucht man vermehr euch und fruchtbar. Männer sind fruchtbar oder die vermehren sich? Fruchtbar. Männer vermehren. Und Frauen sind fruchtbar, oder? Ja. So weiß ich, in meiner Welt, kenne ich nicht Männer, die fruchtbar sind. Ich kenne Männer, die fruchtbar sind. Aber Männer vermehren sich. Ja? Okay. Deshalb, weil es steht geschrieben, immer, Gott spricht plural, pro urevu, vermehrt euch und sei fruchtbar, sehen wir, dass es keine Grenze gibt, aber es gibt eine Limit, eine Minimum. Minimum ist ein Ingele und ein Mädele, Junge und eine Mädchen. Okay? Jetzt, was passiert? Gott behüte, Gott bewahre. Jemand hat nicht Kinder. Wie auch immer der Grund. Die Gründe können sein ohne Ende. Ohne Ende Gründe. Was soll er machen? Ich glaube, Schüler gelten auch. Du gehst auf die gute Richtung, sag die Tora zu Ende. Tora. Oder Lehrer werden, Schüler machen, Tora schreiben, Bücher schreiben. Wenn du kannst nicht irdischen Früchte produzieren, es hat dir nicht gelungen oder nicht geschafft oder wie auch immer der Grund, nicht gekommen, nicht bei jeder klappt das. Sag die Tora nicht zu schlimm. Gibt es letzte Mitzwa in der Tora? Schreib eine Tora-Rolle. Schreib eine Tora-Rolle heißt es. Warum muss man schreiben eine Tora-Rolle? Damit soll ich Tora lernen und damit soll ich Tora lehren. In den alten Zeiten war es keine Bücher. Es gibt ein Buch, dieses Buch heißt Kuzari. Es war ein König von den Chazaren. Und er ist gekommen zu Ayid, zu der Chaver. Und er hat gesagt, ich habe eine Frage, warum die Juden beim Torah lernen, schaukeln sich so. Sie bewegen so beim Lernen. Warum bewegen sie so beim Lernen? Und er sagte bei Kapitel 20, Ende 79, 80, ich erkläre dir den Grund, wenn du hören willst. In die alten Zeiten, wo ein Rebbe saß mit seinen Schülern, rund um den Tisch und es waren nicht genug Bücher, es war nur ein Buch und die Buchstaben sind klein, saßen viele Kinder. Dann jeder konnte nur ein bisschen gucken und er hat schon gegeben, dem anderen zu gucken. Ob, 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 ob. Verstanden? Was habt ihr verstanden? Das, in der alten Zeiten waren nicht viele Bücher. Es ist nicht so wie heute, dass jeder kann sich ein Buch locker leisten. Es waren nur eine, teure. Und die Kinder saßen mit einem Pergament, dort waren die Schriften. Und die Kinder haben sich wechselhaft, jeder ein bisschen, lass mal, gib mir eine Minute anzugucken. Also, versteht ihr? Okay. Das ist eine von den Erklärungen, warum gerade beim Torah soll man lernen? Interessant, auch Leute, die lernen andere Sachen. Manchmal lernt man so andere Sachen. Ich habe noch nie gesehen, dass es ist irgendwie instinktiv, dass beim Torah lernen beginnt man so zu schaukeln. Und ich habe noch nie gesehen, einer sitzt und lernt Mathematik und beginnt so zu schaukeln. Hast du gesehen? Nein, kann sein, manchmal, wenn einer will sich konzentrieren, das ist nicht verkehrt. Also manchmal, wenn ich mich bewege, ich bin mehr lebendig, ich kann besser lernen, ich bin nicht am Schlafen. Und es hilft, es hat sehr viele gute Methoden auch. Aber man braucht Brille später, weil der Fokus beim... Deshalb die meisten Jungs, die lernen Talmud den ganzen Tag, die meisten haben Brille. Also guck dich, die haben fast alle Brille, weil ihr Fokus geht verloren die ganze Zeit. Verstanden? Okay. Also. Wir beginnen jetzt die Sache Step by Step. Die Mitzwa ist zu schreiben am Leben
eine Torahrolle. Mindestens eine. Wenn du willst mehr, kennst du, sollst du, darfst du, wie du sagst. Kein Problem, aber Minimum eine. Ja, aber ich kann doch nicht schreiben, Torahrolle. Sagen unsere Weisen, du sollst dich suchen einen guten Sofer. Und du sollst Geld sparen oder sammeln von vielen. Und zusammen soll dieser Sofer, du sollst zu ihm kommen am Anfang mit dem Pergament, mit der Tinte und mit der Feder und sag, Hareini makne lecha, ich verkaufe dir, ich übergebe dir die Tinte, die Feder, das Pergament, du sollst schreiben Sefer Torah für mich. Und der Sofer muss jeden Tag, vor dem, dass er Torah schreibt, gehen in Mikwe. Ich habe bekommen vor 2 Wochen ein Telefon, hier in Deutschland, ein Sofer ruft mich an, ich habe große Probleme. Ich habe gesagt, welche Probleme? Sagt er, die Mikwe ist zu und kann ich jetzt weiter schreiben die Torahrolle? Er weiß nicht, was er machen soll. Ich habe gesagt, berate dich von deinem Rabbiner, mit deinem Rabbiner an deine Stadt. Warum? Es ist auch gut zu wissen, ich sage das in Klammer. Was passiert, wenn einer geht zum Doktor? Und der Doktor sagt ihm, du hast Virus, du musst nehmen diese und diese Antibiotik. Geht er zu noch einem Doktor oder nimmt er Antibiotik? Nimmt Antibiotik. Was passiert, wenn er geht zum noch einen Doktor? Wo kommt er? Was? Ja, wo kommt wieder das Gleiche? Wer sagt? Wer sagt, dass er bekommt das Gleiche? Bekommt ein anderes. Bekommt er vielleicht ein anderes? Bekommt er vielleicht überhaupt nicht? Und was passiert? Er sagt, einer von beiden hat keine Ahnung. Ich gehe zu einer Dritten. Der Dritte wird sagen, was ist die richtige Diagnose. Geht nicht so. Warum? Ein Doktor oder ein Rabbiner, die sind, weißt du, was ist Hausarzt? Was ist Hausarzt? Was ist Hausarzt? Der Arzt, der wohnt mit dir. Stimmt? Was ist ein, when you say my rabbi, was bedeutet my rabbi? Was heißt mein Rabbiner? Was heißt gehört zu mir? Genau, weil er versteht mich. Er weiß, wie mir zu beantworten. Er weiß, wo ich arbeite, ob soll ich in die Schule gehen mit Kippa oder nicht. Er kann die Konstellation von mein ganzes Leben und er wird mir eine Antwort geben, die mir passt. Okay? Deshalb fragt man nicht 2 Rabbiner und am liebsten nicht zu fragen einen Rabbiner von einer anderen Stadt. Frag eine von Ort, die du kennst. Wenn das ist große Sachen, kann man auch rufen Rabbiner woanders, aber nur eine. Man ruft nicht 2. Du kommst nicht jetzt zu einem anderen Doktor, du sagst, hey, ich bin neugierig. Noch eine Meinung. Nein, man macht das nicht. Okay, ja bitte. Ja, was macht man, sagen wir, wenn man sicher gehen will bei einer wichtigen... Kol hakavod. Sehr gut, bei wichtigen Sachen hätte ich auch noch eine Meinung genommen. Sehr gut. Deshalb, man braucht 2, bei 2 beraten und eine von den 2 soll sein bisschen Freund von mir. Das nennt man Azat Rofe Yadid. Wenn du kommst zu einem Doktor, er muss dich auch ein bisschen mögen. Und du ihm. Weil wenn er dir nicht mögt, schickt er dich gleich zur Operation. Warum nicht? Soll man ihm schneiden? Aber wenn das sein Freund, er wird für dich das Beste beraten. Also normalerweise fragt man dem Arzt, wärst du, in diesem Fall hättest du auch dein Kind operiert? Wenn er sagt nein, dann sein Rat ist nicht richtig. Ein Mensch soll mutig sein,
das, was er vorschlägt, selbst zu machen. Verstanden? Okay. Gehen wir weiter. Wie viel Sefer Torah soll man schreiben? Minimum? Eine. Wenn einer nicht schreiben kann, was soll er machen? Er soll zu Hause vergehen und ihm eine Tinte, Pergament und die Feder sozusagen verkaufen und ihm sagen, dass er mir eine schreiben soll. Sehr gut. Was muss der Sofer jeden Tag machen vor dem in die Mikwe? Und wenn er hat keine Mikwe? Nein, soll er nicht schreiben. Soll er nicht schreiben. Wenn er hat keine Mikwe, Sofer soll nicht schreiben. Oder fragen dem Rabbiner, aber normalerweise soll er gehen zu einem Staat, wo es gibt eine Mikwe. Es gab sogar Sofrim, immer wo es war im Namen Gottes, haben sie noch einmal gegangen in die Mikwe. Ja? Wollt ihr eine Geschichte hören von Frankfurt? Habt ihr gehört, in Frankfurt war ein reicher Mann, der hieß Meir Anschel Rothschild. Der erste Rothschild. Er war ein reicher Mann und er hat gewusst, diese Mitzwa Sofer zu nehmen. Und er wollte der Sofer vor seinem Auge haben. Er konnte sich leisten, er hatte eine schöne Wohnung. Er hat bestellt einen Sofer aus Ungarn, ein frommer Mann, alles. Und er hat gesagt, du sitzt bei mir in Wohnung, jeden paar Monate kommst du mit Liste, wie viel Geld brauchst du, fährst nach Hause, kommst wieder. Ja? Der Sofer ist gekommen und er hat gearbeitet, so ein halbes Jahr. Kurz vor Pesach, er kommt zum Meir Anschel Rothschild und er sagt, ich will Geld für meine Zeit. Sagt er, seit wann bist du hier? Sagt er, Januar, Februar, bis April. Sagt er, was? Ein frommer Sofer nutzt die gregorischen Kalender, die goischen Monaten. Was für ein frommer Mann bist du? Nimm dein Geld, nimm deine Torahrolle und geh zurück nach Ungarn. Er wollte nicht nehmen dieses Sofer, das hat genutzt die weltlichen Monate. Er hat erwartet von einem frommen Mann, dass er die jüdischen Monate zählt. Was? Habe ich erzählt? Ich sage immer meinen Kindern, gute Geschichte, es ist immer gut, auch 100 Mal. Nicht gute Geschichte, nicht einmal. Gute Sachen soll man immer, sag mal, gestern hast du gegessen, gegessen. Und vorgestern hast du gegessen, gegessen. Gestern hast du geschlafen, geschlafen. Du kommst nicht zum Bett bei Nacht und sagst, hey, ich war schon da gestern. Selbe Geschichte. Ich war schon da gestern, liebe Bett. Langweilig. Immer dieselbe Kissen, immer dieselbe. Was soll das? Genauso, Torah ist wie Essen. Ist wie Erfrischung. Es ist immer neues Gut. Und zwei Sachen halten länger. Und ich sage dir einen guten Satz, das hat mir erzählt, weißt du wer? Der Mann von Frau Bamberger, Herr Dr. Yossi Bamberger, hat mir erzählt von seinem Lehrer, Professor Avigdor Shinan, dass er hat gesagt, dass Schüler, Studenten von einer Schiur, wie viel von das, was ich erzähle, bleibt in eurer Kapazität? Weißt du? Nein. Was glaubt ihr? 25% von das, was man erzählt bei einer Schiur, wird gespeichert. Also das heißt, jede Geschichte muss ich 4-mal erzählen. Warum muss ich jede Geschichte 4-mal erzählen? Weil dann kommt das in die Kapazität von 4-mal. Soll ich das noch einmal erzählen? Nein. Aber habt ihr verstanden, das ist, wenn man wiederholt, und weißt ihr, manchmal, ein Kind ist eine Madrich in Machane oder ZJD oder Jugendzentrum und er will machen so eine Peula und es gibt irgendeine 5-Minuten-Lücke. Und er muss eine Geschichte erzählen. Und da kriegt er Blackout. Blackout, keine Geschichte kommt hoch. Ja? Jetzt, wenn du machst Peula oder Arbeit,
kannst du die Geschichte erzählen von Meir Henschel Rothschild, mit dem Sofer. Okay? Und da hast du Peula. Die erklärt die Schüler, was ist Tinte und was ist Fede und was ist jüdische Monate und was ist weltliche. Verstanden? Okay, gehen wir weiter. Es war einmal, eine Gruppe von Juden sind gefahren unterwegs. Und in irgendeinem Hotel haben sie gefunden, stell mal vor, eine kleine Torahrolle, Sefer Torah. Und dieses Hotel war von Goyim, irgendeinem Dorf. Die haben nie gewusst, was zu machen. Sie haben geschickt einen Brief zu Rabbi Cheskel Landau, der Oberrabbiner von Prag. Sie haben gesagt, was sollen wir machen mit dieser Torahrolle? Von wo sollen wir wissen, ob diese Torah ist von Ayid geschrieben oder von Agoy? Wie sollen wir wissen, ob diese Torah ist koscher oder nicht? Hat Rabbi Cheskel Landau geschrieben, Minag Israel Torah, die Bräuche von den Juden, das ist die Torah. Es ist gekommen, diese Antwort, und sie konnten nicht verstehen. Das klingt wie ein Rätsel. Was heißt, die Bräuche von den Juden sind Torah? Denn die sind gegangen zu einem anderen klugen Mann. Und er hat erklärt, wenn Juden schreiben Sefer Torah, die letzten Buchstaben, gibt das so einen Brauch, dass jeder schreibt eine Buchstabe. Und das zeigt, dass diese Torah ist koscher, weil viele Juden von verschiedenen Leuten haben geschrieben die Torahrolle. Und da sollen sie blättern zu der letzten Seite. Und wenn die letzten Buchstaben sind von vielen Schriften, dass diese Torah ist koscher. Weil die Juden haben das geprüft durch diesen Brauch, dass nicht eine Person schreibt die Torah. Weil wenn eine Person schreibt die Torah, mag sein, dass er hat etwas geschrieben in die Tora, um zu fälschen unsere Tora. Deshalb unsere Weisen haben in die Tora hunderte Geheimnisse reingelegt. Andere Buchstaben, kleine Buchstaben, große Buchstaben, Medium-Buchstaben, Einführungspunkten. Frag nicht, wie viel Code und Sicherheits PIN, dass nur diejenigen, die können dem Code, die können schreiben die Tora. Damit soll man das nicht fälschen in die ganze Welt. Und interessant, alle Juden in die ganze Welt haben geschrieben immer dieselbe Tora-Rolle. Wenn du kommst heute zum Synagoge in Italien, in Portugal, in St. Petersburg, in New Zealand, egal wo, Kasachstan, alle haben die Sefer Tora dieselbe. Dieselbe Sefer Torah, Buchstabe zu Buchstabe, Wort bei Wort. Okay, gehen wir weiter. Kommt ein Rabbiner aus Deutschland, Rabbeinu Asher, und Rabbeinu Asher gibt noch eine mündliche Erklärung bei diesem Mitzwa, Sefer Torah zu schreiben. Danke. Er sagt, dass man muss nicht Sefer Torah schreiben, Torahrolle, sondern man kauft Bücher, wo man lernt zu Hause. Wie viele Bücher, glaubt ihr, ist Minimum bei einer jüdischen Stube? 10. Weiter? 1. Eins ist Sefer Torah. Ja. Sefer Torah, wenn er hat geschrieben, ich rede jetzt heute. Heute ein jüdisches Stub, normale jüdische Stub. Wie viele Bücher Minimum gibt es dort? Mehr als 50. Mehr als 50? Sehr gut. 100. Respekt. 100 Bücher ist heute das Minimum von Bibliothek von einer traditionellen jüdischen Stub. Ja? Alles. Dazu gehört alles. Dazu gehört alles Jüdisches. Egal in welcher Sprache. Deutsch, Russisch, Jiddisch, Aramäisch, Lexikon, Enzyklopädie, Kommentare, Chumash, Sidur, Tehilim, Rambam, Shulchan Aruch, Kitzur, Shulchan Aruch, gehört alles dazu.
Also ich glaube, ich habe mehr als 1000 zu Hause. Mehr als 1000. Jetzt. Leider Gottes ist was passiert mit den Büchern. Was passiert? Heute gibt es schon PC. Und Bücher haben so ein bisschen verloren ihren Respekt. Sagen unsere Weisen, aus zwei Gründen soll man weiter Bücher kaufen. Nummer eins, Shabbos und Yontef. Shabbat und Yontef gibt kein PC. Also Shabbat und Yontef, PC ist aus. Dann musst du Bücher in der Hand haben. Das ist Nummer eins. Zweitens, und jetzt kommt die geniale Kommentar. Wenn du unterstützt ein Autor von einem jüdischen Buch, dadurch, dass du ihn unterstützt, hör mal gut zu, du schreibst dadurch eine Sefer Torah heute. Unglaublich, das sagt Rabbi Ovadia Yosef. Er bringt eine ganze Auslegung und er sagt, dass wenn wir unterstützen Leute, die haben geschrieben mein Buch, auch wenn wir dieses Buch nicht brauchen, wir haben schon ein ähnliches Buch, sagt er trotzdem, kaufen, weil wenn du kaufst, eins, vermehrst du die Tora, zwei, unterstützt du diejenigen, die Bücher von Tora schreiben, verstanden? Okay. Gehen wir weiter. Bis 15. Jahrhundert war es keine Druckerei. Ich sage euch jetzt etwas unglaublich. Was war das erste Buch, die hat man gedruckt bei den Goyim? Also bei den Normalen? Ja. Der Koran? Nein. Nein. Das erste Buch, das hat man gedruckt. Genau, Bibel. Die Bibel in lateinische Buchstaben. Wo? Wer war der Erfinder von der modernen Druckerei? Ja. Gutenberg, Respekt. Bis heute in Mainz gibt es ein Museum von Johann Gutenberg. Und hat man gemacht, erste Buch, schriftliche Torah. Die schriftliche Torah war das erste Buch von den Völkern, von den Goyim. In welcher Sprache? In ihrer Sprache. Hör mal zu, gut zu. 1475 haben die Juden in Kalabria, Kalabria ist in Italien, eine Insel, haben die Juden in Kalabria gedruckt, die erste jüdische Buch mit hebräischen Buchstaben. Was war das erste Buch, was hat man gedruckt? Unglaublich, unglaublich. Rashi. Kommentar von Rashi. Es ist faszinierend. Weißt du, warum ist faszinierend? Weil die Goyim, was haben sie zuerst gedruckt? Schriftliche Torah oder mündlich? Schriftlich. Und was haben die Juden zuerst gedruckt? Mündlich. Um so zu sagen, schriftlich gehört alle. Mündlich gehört uns. Bis heute, wenn ich rede mit Menschen und ich erkläre etwas in die Tora, sagen sie, aber wo steht das geschrieben? Aber wo steht das geschrieben? Soll ich euch was sagen? Bei Rashi. Ah, das ist eine Auslegung. Das ist ein Kommentar. Bei den Juden gibt es nicht Auslegung und Kommentar. Es ist immer zusammen. Das, ohne das, kann man nicht verstehen. Warum? Aus einfachem Grund. Die schriftliche Torah in Hebräisch hat keine Punktierung. Und jeden Wort kann man lesen und anders punktieren in Hebräisch. Anstatt Chalav, Milch, kann man schreiben Chelev, das ist Fett. Anstatt Shivim, 70, kann man schreiben Schwuaim. Zum Beispiel,
Wenn eine Frau bekommt ein Baby, soll sie Shin Bet Ein Yud Mem Tage unrein sein. Jetzt frage ich euch, diese Buchstaben, wie viele Tage soll sie unrein sein? 70 oder 2 Wochen? Wie lange soll eine Frau unrein sein nach dem Gebot? Was sagt die Tora? Wie lang? Nun? 2 Wochen. Warum? Weil wir lesen das Schwuein, 2 Wochen. Aber man kann dasselbe lesen, Schiv, ihm. Ihr versteht, was ich meine oder nicht ganz? Soll ich euch schreiben auf dem Tafel oder versteht ihr? Schreiben? Versteht. Alle verstehen. Wenn nicht verstehe, sage. Nicht schämen. Sonst hilft nicht viel Mann. Okay. Die Punktierung von der Tora ist schriftliche Tora oder mündliche Tora? Wie? Mündlich. Und die ganze Tora kann man keine Mitzwa nicht verstehen, ohne Erklärung von die mündlich. Kein einzig, ja bitte. Wer hat die Tora punktiert? Soll ich dir sagen, die Wahrheit? Gott. Und Gott hat die Punktierung Moshe gegeben, bei der mündlichen Lehre. Und Moshe Rabbeinu hat das zu Aaron erzählt, wie man punktiert. Und Aaron hat das erzählt, Pinchas und Elazar, und so war bis Rabbi Judah Anasih. In die Mitte, ich habe gegoogelt heute vor dem Shiur, steht geschrieben, dass die Punktierung offiziell hat man begonnen bei dem zweiten Tempel irgendwo. Okay? Aber in Großem und Ganz, jeder, der liest Torah, weiß, dass jeden 2-3 Wörter in die Torah kannst du entscheiden zu lesen so oder so. Es ist, und einmal will ich mit euch machen eine Wette. Ich werde euch geben 2-3 Texte von der Torah ohne Punktierung und gib das zu lesen zu einem Israeli. Einer, der spricht Hebräisch. Ich habe dieses Experiment schon ein paar Mal gemacht. Ich werde euch dieses Experiment zeigen. Kommt zu einem Israeli, der kann sogar Hebräisch lesen. Und sag ihm, soll er lesen. Er wird lesen und danach zeigst du ihm die Punktierung, er wird sich schämen. Er wird sich schämen, weil er beim Lesen schnell kommen andere, wenn du siehst ein Wort, ja. Meine Kinder haben so ein Spiel, die heißt Tabu. Tabu, ein schönes Spiel. Du musst erklären, was ist eine Brille, außer vier Wörter. Ja. Ja? Und weil die Menschen haben immer dieselbe Erklärung für jeden Wort. Genauso in die Tora, wenn du liest Wörter, du wirst nicht kommen auf die Gedanken, dass hier steht geschrieben Chelev und hier steht geschrieben Chalav. Verstanden? Okay, jetzt. Ich wollte euch auch zeigen einen Beweis. In Amerika gibt es in Brooklyn eine Library von Lubavitch, von Chabad. Sehr, sehr große Bibliothek in alle Sprachen, Deutsch, Englisch, kann man auch im Katalog im Internet sehen. Sehr, sehr gute Bibliothek. Und sie haben auch veröffentlicht, kostenlos, diese Website heißt Hebrew Books. Hebrew Books. Und da kann man lesen 20.000, 30.000 Bücher kostenlos. Unglaublich. Dort in Amerika gibt es 2 Seiten von dem ersten jüdischen gedrucktes Buch. Wahnsinn, oder? Von 14. Jahrhundert, der erste jüdische Buch, was hat man gedruckt? Was hat man gedruckt, der erste Buch? Rashi. Und davon gibt es 2 Seiten heute in Amerika. Okay, gehen wir weiter. Jetzt beginnen wir die Sachen ein bisschen zusammenstellen. Was ist die erste Mitzwa in die Tora und was ist die letzte und was ist die Verbindung zwischen die beiden? Bakasha. Die erste ist, soll sich vermehren und fruchtbar sein. Und die letzte ist, jeder Jude ist verpflichtet, ein Sefer Tora zu schreiben. Sehr gut. Und der Zusammenhang ist, normalerweise sollst du einen Jungen und ein Mädchen auf die Welt bringen.
aber, oder halt auch mehr. Aber wenn das nicht geht, dann kannst du auch ein Torah schreiben, selbst. Aber wenn du auch kein Torah selbst schreiben kannst, dann sollst du zu einem Sofer gehen, ihm ein Pergament, Tinte und eine Feder geben und sagen, ich verkaufe sie dir und schreibe mir bitte eine Torah. Und bevor er die Torah schreibt, muss er jeden Tag in Mikwa oder er darf sie nicht schreiben. Psst. Chazak ubaruch. Sehr gut, sehr schön. Sag mir bitte, was war mit die Sefer Torah, wo hat man gefunden in dem Hotel? Was war mit die Sefer Torah, die hat man im Hotel gefunden? Erzähl. Weißt du? Erzähl. Und sie wussten nicht, ob es von einem Juden oder einem Gläubigen geschrieben wurde. Da haben die ihren Rabbiner angerufen. Und er hat gesagt, nicht angerufen, geschrieben. Im 17. Jahrhundert konnte man nicht anrufen. Und er hat gesagt, dass es bestimmte Codes gibt, damit sie drin geschrieben werden. Und so kann man eine Fälschung von dem Original erkennen. Nicht ganz, du sagst was Wahres, aber was war die korrekte Beweis? Wo sollen sie gucken in Torah? Hinten der letzte Buchstabe. Warum hinten der letzte Buchstaben? Weil der immer besonders ist. Warum ist es besonders? Du sagst schon gut, aber warum ist es immer besonders gut, ja? Weil er anders geschrieben ist. Weil jeder schreibt dort eine Buchstabe. Wenn man beendet eine Sefer Torah, kommt jeder eine von den Gästen und schreibt noch eine Buchstabe dazu. Und da sammelt man alle Buchstaben von allen Leuten und da gibt es eine Sefer Torah komplette. Okay? Gehen wir weiter. Was sagt Rabbeinu Asher aus Deutschland für diejenigen, die können nicht Sefer Torah leisten oder schreiben? Was sollen sie machen? Ja? Sie sollen sich zusammentun mit anderen Leuten. Das ist eine Möglichkeit, aber wenn das klappt auch nicht, dann was soll man machen? Soll man normale, gedruckte Bücher kaufen? Und dann haben wir gesprochen, wie viele Bücher braucht ein jüdisches Haus? 100. 100 Bücher. Also wenn ihr kommt nach Hause heute, manche wissen, sie haben 100, aber die, die noch nicht wissen, sollen sie es zählen und langsam, ich kann euch eins sagen, auf eine Sache können meine Kinder immer kaufen, ohne mir zu fragen. Bücher. Kleidung? Kleidung? Nein. Kleidung, was wir sind jetzt in Modeshow? Ja. Nee. Kleidung sollen sie überzeugen, dass sie brauchen. Kleider kauft man, was man braucht, und Bücher kauft man, was man will. Und was machen heute die Leute? Sie kaufen Kleider, was sie wollen, und sie kaufen Bücher, was sie brauchen. Und bei mir ist das umgekehrt. Kleider soll man kaufen, nur das, was man braucht, und Bücher soll man alles kaufen, was man will. Warum? Weil Kleider gehen kaputt und Bücher bleiben in deinem Kopf, vermischen es für dein ganzes Leben. Das ist dein einziger Schatz in deinem Leben, die deine ist, wo du bist wirklich geschätzt und gelobt und stabil von das, was du bist und nicht wegen das, was du hast. Und eins musst du kapieren, und ich sage dir das ganz offen ins Gesicht. Wenn ich dir jetzt ein schönes Kompliment gebe für deine schönen Schuhe, wer bekommt den Kompliment? Du oder deine Schuhe? Beide. Wer? Beide. Wieso beide? Weil ich sie auch benäht. Und wenn du gibst die Schuhe deiner Freundin, wem gebe ich dir Kompliment? Und dann wo bist du? Verloren? Andeutig, ich gebe die Schuhe der Kompliment, nicht dir. Wann gebe ich dir ein Kompliment, wenn du so klug bist und verstehst und antwortest und du bist geschätzt wegen das, was du bist? Kol hakavod. Aber ich will dir nicht total nur demotivieren, ich will dir auch motivieren. Jetzt, wenn du bist kluge Mädel und du willst Mode für den anderen machen, ja, also du willst jetzt werden Designer, du willst jetzt werden Mode Fantasionärin, Mode Künstlerin. Warum nicht? Das ist ein guter Job.
Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Gibt es genug Leute, die glauben, wegen Schuhe kriegen sie ein Lob. Dann brauchst du für denen solche Schuhe machen, die sie kaufen. Respekt, da ist nicht verkehrt. Und wenn du Menschen bringst, Freude. Und außerdem gibt es Momente am Leben, wo soll man dort nicht sparen auf Kleider, weil es gibt Simche, Shabbos, Hochzeit, Bar Mitzwa, gute Sachen, da soll man schöne Kleider tragen. Weil am Hochzeit will man dem Kleid oder braucht man dem Kleid? Hoppa! Und wenn es kommt Rosh Hashanah oder Pesach, will man ein neues Kleid oder braucht man? Nein, braucht man. Und darum kauft man. Man kauft nicht jetzt ein neues Kleid für Februar. Gibt es nicht, Jörg? Was? Muss man, nein, muss man warten für einen Grund, wo man etwas braucht. Aber wenn du willst davon Parnasse machen, Beruf, Lebensunterhalt, ich habe nichts dagegen. Ich bin sogar pro. Ich glaube, jeden Job ehrt ihre Arbeiter. Man braucht alles. Und gerade wenn jemand heiratet oder eine Frau, sogar wenn eine Mädel geht schon zu daten, braucht sie schon etwas schönere Kleider haben. Und es gibt sogar Mädelach, die nach der Hochzeit, bei dem ganzen Abend von die Sheva Brachot, 7 Tage, jeden Tag andere Kleid. Manche kaufen vor der Hochzeit insgesamt 7 Kleider. Erste Kleid, weiße, für die Hochzeit. Gefällt dir, oder? Ich sehe, du bist glücklich. Aber warum nicht? Und da kauft man für die ganzen Sheva Brachot jeden Tag eine Serie, wie sagt man? Set. Ach so. Set Kassette. Ach so, ja, das ist, wie nennt man das so? Marechet, ein System. Ja, ja, das hat schon gehört. Wir werden gleich. Ja, verstanden? Aber nicht vergessen den Unterschied zwischen brauchen und wollen. Weil da ist schon eine Mitzwa. Und wenn eine Frau heiratet und sie trägt ein Kleid von einer Kala, wer ist hier im Mittelpunkt, der Kleid oder die Frau? Opa, warum die Frau ist im Mittelpunkt jetzt? Weil dieses Kleid gehört nur sie. Sie ist der Mittelpunkt. Und dieses Kleid ist sogar Unikat und nicht Konfektion. Du gehst nicht rein in die Garderobe, up, meine. Wieso deine? Warum das ist deine? Wer hat gesagt, das ist deine? Vielleicht der andere ist deine? Weil du das willst. Geht nicht. Der Mensch ist verrückt. Da alles, was sieht, er schön sagt, hey, ich will das. Ja, ich will das. Natürlich willst du. Man will vieles. Aber wenn man braucht, bist du ein Teil von der Sache. Es ist ein Teil von dir. Es bin ich. Ich hoffe, du verstehst die Feinheiten. Okay. Wer kann mir sagen, was waren die 2 ersten gedruckten Bücher in der Welt für die Völker und für die Jiden? Welcher Ort, welcher Buch, welches Jahr und warum? Schwere Frage. Kannst du alles beantworten? So kann ich auch. Weißt du was? Ich nehme, was ich bekomme. Go ahead. Okay, also zuerst für die Bibel gedruckt. Ja, wo? Von Gutenberg in Mainz. Mainz, ja. Nicht weit von uns. Und danach wurde... Welches Jahr ungefähr Gutenberg? 18. 15. Jahrhundert, das gehört nicht zur Religion, hallo. Das Allgemeinwissen, da beschwere ich in die Schule. Das hat mit mir nichts zu tun. Das sollte ich in die Schule lernen. Danach wurde von Rashi, oder nicht von... Du sagst die Hälfte. Danach wurde 1400...
1974. Wo? In welcher Stadt? Kalabrien. In Kalabrien, in Italien. Wo ist Kalabrien, weißt du? Italien. Toda Rababa, wo in Italien? Ungefähr Nord, Süd. Ich weiß auch nicht. Ich will nicht was Falsches sagen. Ich habe gegoogelt heute, aber ich habe es vergessen. Ich will nicht Fehler sagen. Lieber zu sagen, ich weiß es nicht, als zu sagen falsch. Lo yoder, lo socher. Okay. Geben wir zwei letzte Punkte. Wer war der Erste, der hat geschrieben, die mündliche Lehre schriftlich? Und warum? Psch, Respekt. Rabbi Judah Anasi. Und warum? Dass er hatte Angst, dass er wird vergessen. Wer war der Mann, der hat gesagt, dass man muss jede Geschichte viermal erzählen? Yossi Bamberg. Sehr gut. Also was man will, erinnert man gut, siehst du auch einzuleiten. Der Mensch ist ein Typ, der erinnert, was er will. Unglaublich. Wenn er etwas will, er kann das so schön speichern. Mein Sohn hat mir gestern gesagt am Telefon, wir machen so jede gewisse Zeit, alle Kinder, die ganze Familie, wir treffen am Telefon und jeder sagt irgendeine Dvartora. Dass die Familie auf einmal alle, weißt du, die ganze Welt zerstreut. Und da macht man am Telefon jeden zwei Minuten und da hört man alle. Einer von meinen Söhnen hat gestern erzählt, dass Paro, als er wollte, dass die Juden so schwer arbeiten, was hat er gemacht? Er hat eingeladen alle Juden und er hat gesagt, sie bekommen nicht Geld pro Stunde, sie bekommen Geld pro Leistung. Also haben sie 7 Ziegel in der Mauer gebaut, kriegen sie so und so. Und gleichzeitig hatten sie Angst von ihm, um nicht geschlagen werden. Und an dem Tag alle haben schwer gearbeitet, alle haben schwer gearbeitet und sehr viel gemacht. Warum? Wenn man bezahlt sie sehr viel pro Produkt. Und am nächsten Tag hat er gesagt, das, was habt ihr heute gemacht, so jeden Tag umsonst. Als Sklaven. Jetzt frage ich euch, warum man ein Mensch kriegt so pro Ergebnis, macht er so viel und wenn er bekommt pro Stunde, macht er so wenig. Versteht ihr, was ich meine? Also seine Arbeit, er will, du sagst, was war es? Was will er jetzt produzieren oder verdienen? Verdienen. Deshalb, genauso ist auch mit unserem Gedächtnis. Wenn wir uns gezwungen, oder positiv, oder negativ, also wenn wir werden jetzt hier ein Spiel machen, und in diesem Spiel muss man Gedächtnis motivieren, der Mensch wird sich doppelt aktivieren sein Gedächtnis, um im Spiel wach zu bleiben. Genauso, wenn man hat einen Test. Man lernt viel und man kann sehr viel speichern. Okay? Also habe ich versprochen, zwei letzte Sachen. Die mündliche Lehre, die Torah Baal Peh, ist immer wie. Und die schriftliche Torah ist immer was. In die schriftliche Torah steht geschrieben die Buchstaben. Und in die mündliche Tora steht geschrieben, die Punktierung und die Melodie. Und auf Deutsch sagt man, der Musik macht der Ton. Der Musik macht der Ton. Verstanden? Also die Betonung, ich gebe ein Beispiel. Es steht geschrieben, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Bei dem Wort Tov gibt so eine Truppe, sie heißt zerbrochen, Twir. Lotov, es ist nicht gut.
Ja, normalerweise gut ist nach oben. Ja? Gut! Gut ist immer nach oben. Nein, wenn einer sagt gut, sagt er nicht gut. Gute Suppe. Gute. Ja, gut ist immer, wie geht's dir? Gut! Ein Mensch sagt nicht gut. Gut ist so ein bisschen down, oder? Versteht ihr, was ich meine? Der Musik macht der Ton. Und deshalb, die zwei Punkte wollte ich euch beweisen, dass die schriftliche Tora ohne die mündliche kann nicht leben. Alle Gebote und Verbote von Tora haben genau Einzelheiten in die mündliche Tora, außer eine Mitzwa. Eine Mitzwa wird in die mündliche Lehre nicht richtig detailliert und definiert. Wie man den Bart rasieren und schneiden. Steht nur geschrieben, soll man nicht rasieren. Betar, aber was ist das genau? Gibt es keine Mishnah darüber, keine Talmud darüber, sehr wenig. Shulchan Aruch sehr wenig darüber, sehr unklare Sache. Will jemand was fragen, was bemerken, bitte? Nein, Mädchen sind befreit von dieser Mitzwa und die Aufgabe von den Mädchen ist, die Männer, die sie bekommen haben, ihr Leben zum Torah zu erzeugen. Dass der Mann lernt Torah und dass die Kinder sollen Torah lernen. Vielleicht zum Schluss ein Lob zu den Frauen. Ich glaube, der größte, zwar von Rabchia auch, Rabchia hat gesagt, es ist genug, dass die Mutter kümmert sich auf die Kinder so viel, davon wird er lernen viel Torah. Aber ich habe gehört von einer Dame, sehr kluge Dame, sie heißt Nechama Leibovitch, sie hat geschrieben tolle Bücher, und sie hat gesagt, einer von den Gründen, warum Moshe Rabbeinu ist geworden, so ein größter Prophet, weil waren in seiner Erziehung nur Frauen tätig. Batia, die Tochter von Paro, seine Mutter Jochebed, Miriam, seine Frau Zipora. Also es war nicht ein Mann in seinem Umfeld. Kein Mann hat ihn erzogen. Ja? Also da sieht man, dass Frauen hatten riesige Kraft und Geduld und Potenzial, von den Kindern große, gebildete Menschen zu bauen. Und Rabbi Yeshua ben Hanani hat gesagt, das Öl und die Massagen, die meine Mutter hat mir gemacht als Kind, die haben mir gemacht, starke Mensch später. Und seine Mama hat ihn immer gebracht zur Religionsschule, damit soll das Kind soll hören Torah. Und soll, vielleicht kann man sagen, Mutter soll sie bringen ihre Babys zu unserer Shiur, dass sie hören ein bisschen Torah. Dann werden sie wachsen, Gdolei Israel. Aber deine Frage ist sehr berechtigt. Und ich wünsche Kol Tov. Thank you.